Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin krank, aber ihr braucht ja trotzdem das Video für die Woche. Also habe ich mir gedacht, machst du mal eine Storytime. Damit sich noch unsere Nachfahren das Video anschauen können und sagen können, ja, nicht alle Storytimes waren gelogen. Also, ich bin ja krank und ich habe mittlerweile kein Fieber mehr, aber dafür halt noch einen lästigen Husten. Und ich darf, in Österreich darf man halt, wenn man krank ist, also wenn man positiv ist, darf man rausgehen, aber nur mit Maske. Und das sagt halt richtig. Und wenn ich nicht ohne Maske rausgehen darf, dann muss ich ja irgendwie an meine Dinge kommen. Essen, trinken, Mangas. Das sind ja alles überlebenswichtige Komponenten in meinem Leben. Ja, fangen wir mit dem Essen an. Da war mein ursprünglicher Gedanke, bei im Billa Online Shop zu bestellen. Das ist für die Deutschen, die es nicht wissen, das ist ein Teil der Rewe Group. Das ist praktisch Rewe in Österreich. Ach lol, ich sehe gerade, okay, Billa gab es auch in Deutschland bis 2017. Also auf jeden Fall dachte ich mir, ja, bestellst du mal was beim Billa Online Shop. Aber ich wusste, dass das eine schlechte Idee wird. Ein bisschen. Aber ich habe es trotzdem gemacht. So, bestellst du dir und dann wartest für ein paar Tage. Ein paar lange Tage ohne Essen so, aber gut. Dann kommt's an und du siehst, ja scheiße, die haben vergessen, dir die Hälfte zu liefern. Und was soll ich sagen? Ja, Billa hat anscheinend echt Lieferschwierigkeiten, was Fleisch angeht. Weil aus 2 Bestellungen kam kein einziges Mal das Fleisch an. Die Geschichte, wie ich Veganer wurde. Nee, Spaß, also ich kann immer noch mit Maske rausgehen. Ich werde hier jetzt nicht verhungern. Die zweite überlebensnotwendige Sache in meinem Leben sind Mangas. Aber nicht nur irgendwelche, sondern englische Mangas. Und wer jemals von euch versucht hat, englische Mangas zu kaufen, der weiß, dass man wahrscheinlich leichter Alkohol kaufen kann als englische Mangas. Und anders als bei Essen kann ich nicht mir eine Maske über die Fresse ziehen und in Manga-Laden laufen und mir englische Mangas kaufen, weil es englische Mangas nicht mal im Laden gibt. Also muss ich sie mir ja bestellen. Bestellt habe ich sie am 24. Juni. Ankommen sollten die am 21. Juli. Und heute ist der 25. August. Und ich sitze immer noch ohne englische Mangas da. Und das Beste ist, Thalia sagt ja immer noch, die sollen am 21.07. ankommen. Heute ist der 25.08. Und die haben die noch nicht mal verschickt. Leute, wer bei Thalia berechnet eigentlich das Ankommensdatum? Ja, wer auch immer das macht, der hat wahrscheinlich Mathe-Noten, die genauso gut sind wie meine. Naja, was soll ich sagen? Anscheinend gibt es in Europa eine weltweite englische Manga-Krise, von Wallah-Krise, von der ich nichts gehört habe. Ja, Leute, weil es nicht Storytime ist, kann ich vielleicht auch einen clickbaitigen Namen geben. Und wäre es eigentlich ironisch, wenn ich am Ende dieses Videos sage, Leute, bleibt gesund! Ciao!